Freunde müssen einander helfen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Night of the Rabbit. Neuer Tag, neues Glück. Vielleicht genau. Habt ihr gemerkt. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Die Folge gerade so angefangen mit dem Gequatsche von Plato wieder. Ja, ich wollte reden und er hat halt angefangen zu reden und dann, naja. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass gestern... Freunde müssen einander helfen. Die letzte Folge etwas... So. Dass gestern die letzte Folge etwas angespannter, zumindest von meiner Seite, beendet wurde, weil es mir einfach hart auf den Sack ging. Aber dazu, zu diesem Spielelement, sage ich am Schluss nochmal was, wenn wir bei der Einschätzung von dem ganzen Spiel sind. Wir haben auf jeden Fall gestern dann aufgehört, haben uns hingelegt, geschlafen, heute früh wieder aufgestanden, gearbeitet. Und jetzt ist es Freitagabend und wir wollen versuchen, Night of the Rabbit durchzuspielen, oder? Ganz genau. Ja, du hast gearbeitet. Ich habe einfach nur ein paar Sachen zugespachtelt und rumgechillt in meiner Quarantäne. Und hast die Peitsche geschwungen, damit ich weiterarbeite. Ja, du musst weiterarbeiten. Nein. Ab aufs Feld mit dir, Weib. Nein. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir starten jetzt mal so mit der letzten Aufnahme. Gehen wir mal von aus, dass wir jetzt so ziemlich dem Endgame so entgegengucken oder dass es schon das Endgame ist und wir dachten, wir starten einfach mal so ins Wochenende. Ja. Und wir wissen auch noch nicht so ganz genau, es fehlen uns noch Errungenschaften. Soll ich das erzählen? Häuschen? Die eine, die ich jetzt schon geholt habe, meinst du? Genau. Ja, kannst du machen, ja. Also wir haben uns, also besser gesagt, Sarah hatte spontan beim Spielstarten die Idee, es existieren ja noch ältere Spielstände, wie ihr teilweise ja schon gesehen habt. Und ob man dann nicht einfach versuchen könnte, diesen Sticker, der sich auf dem Fahrrad bei Jerrys Haus befindet, einfach nochmal einzusammeln. Und das hat tatsächlich funktioniert und wir haben uns den Eidechsen-Sticker jetzt geholt. Da ist er. Also, das ist cool, weil den hätten wir nicht wiederbekommen, denke ich zumindest nicht. Also, es sei denn, wir wären nach Hause gekommen und man hätte das noch irgendwie im Endgame machen können oder so. Ja. Wenn wir jetzt nie herausfinden. Ja, leider nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns so... Ja. Erzähl du ruhig. Ich würde mich nur wundern, warum heißt es Anjas Krabbelkäfer-Kinderkrippe? Hat sie irgendwann einen neuen Job? Ich meine, hier steht ja trotzdem Gebäck, aber... Sie betreut ja sowieso Kinder. Die hat ja den Humbert auch. Der Humbert ist jetzt hier nicht dabei zu sehen, aber vielleicht betreut sie nebenbei auch noch Kinder. Also wir haben keine Kinderkrippe gesehen. Vielleicht war es ursprünglich mal vorgesehen, dass es sowas gibt. Oder das ist der komplette Nachwuchs von Plato und Anja. Keine Ahnung. Das ist aber nicht das Haus. Das ist das Café, oder? Da stehen Törtchen drauf auf dem Fenstersims. Aber dann dürfte ja hier keine Wiese sein, sondern hier müsste der Fluss sein eigentlich. Und eine Brücke, eine Hängebrücke. Na, es ist auch nicht das Café, aber Anja wohnt ja auch, glaube ich, nicht im Café. Also die wird ja wahrscheinlich woanders wohnen. Das kann sein. Auf jeden Fall auch nicht Platos Haus, weil hier müsste ja auch Wasser drumrum sein. Genau, Plato hat ja diesen Steg mit der Girlande oben dran her und da, wo wir auch den Tautropfen mit diesem Sonnenschirm und dann halt diesen beiden Liegenplätzen, wo die beiden wohl ab und zu mal chillen. Ja. Ich muss mal schön gucken. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, ob wir eventuell noch das letzte Kartenspiel und das, was noch fehlt, vielleicht auch noch in der Zusatzfolge hinten dranhängen, aber das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich gehen wir mal eher davon aus, es interessiert euch vielleicht nicht ganz so sehr. Also müssen wir mal schauen. Na, es bietet ja nicht wirklich neuen Content, außer ein zusätzliches Kartenspiel gegen den Dichter im chinesischen Szenario dort, chinesisch-japanischen. Und was war das andere nochmal? Ach, der Zwerg, der Kobold. Das Gespräch mit dem Kobold. Da soll man immer die dritte Option nehmen oder so. Das Gespräch mit dem Kobold, genau. Wir sind ja so Achievement-Hunter. Deswegen haben wir geschaut, wie man die offenen Achievements kriegt, die noch übrig sind. Genau. Und wir müssen halt mal gucken. Also entweder machen wir das dann privat oder wir lassen euch dann noch in der zusätzlichen Folge dran teilhaben. Müssen wir dann einfach mal schauen. Vielleicht machen wir dazu noch einen kleinen Community-Aufruf oder sowas oder eine Umfrage.
Die funktionieren ja im Prinzip immer ganz gut. Auch relativ viele Leute, die dann immer teilnehmen. Also schauen wir einfach mal. Aber jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, oder Mäuschen? Mhm. Gehen wir wieder in dieses spaßige Szenario rein. Mhm. Muss ich mich gleich noch sag es, sag es. Muss ich mich gleich wieder ordentlich hinsetzen. Gehen wir mal schnell zu ihm hin, bevor er reden kann. Plato, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was sagst du, Jerry? Du willst mein Fahrrad ausleihen? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Er würde sich das Fahrrad einfach nehmen, wenn sein Freund schlief. Er glaubt, die Pappfigur bin ich? Und an mich erinnert er sich gar nicht. Hm. Das wird alles, glaube ich, der Bann des Zaroff sein. Mhm. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, uns den Nagel unter den Nagel zu reißen. Das ging noch nicht, oder? Das ist doch... Nicht. Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig... Der böse Geisternagel. Mhm. Ach doch, jetzt macht das? Ah, nee, doch nicht. Das bringt nichts. Ja, aber das ging halt vorher nicht, genau. Weil vorher war die Kröte dort. Da ging das nicht, weil die Kröte uns sonst zerstampft hätte. Ja? Ich muss ganz kurz an die Tür, liebe Leute. Ich bin sofort wieder da. Meine Nachbarin will ihr Paket haben. Bis gleich. Hallo Leute und willkommen zurück. Da war hier ein ganz kleiner Schnitt mittendrin, den ihr vielleicht nicht bemerkt habt oder so ein bisschen am Sound oder an der Bewegung der Bewohner. Den Gleitschnitt habe ich auch nicht bemerkt. Ja, genau. Ich habe einfach, was du ja nicht gesehen hast, Pause gedrückt in der Aufnahme, sodass die Aufnahme halt pausiert, weil der Sohn meiner Nachbarin war es, oder unserer Nachbarin war es, der gerade geklingelt hat und er sein Amazon-Paket abholen wollte und alle Amazon-Boten denken, hier ist anscheinend eine Geschäftsstelle, wo man seine Pakete abgeben kann und deswegen kommen die immer alle zu mir und ich habe dann immer unters Dach, bis unters Dach, weil ich ja im Homeoffice bin und immer zu Hause, die ganzen Amazon-Pakete der gesamten Stadt hier und dann wird das im Laufe des Tages halt immer abgeholt. Und ich habe halt, weil ich es nicht schneiden wollte, im Nachgang habe ich jetzt hier gerade die Aufnahme kurz pausiert. Und du hast voll schön, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich ja mein Headset abgelegt habe und weggegangen bin zur Tür. Und du hast schön die Theorie erzählt oder eine Theorie, was du jetzt denkst. Und ich komme halt wieder und sehe, dass du redest. Und dann habe ich gefragt, ob du die ganze Zeit geredet hast. Das tut mir leid. Deswegen, ich dachte, du lässt die Aufnahme einfach weiterlaufen. Ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich erzählt, dass wir eigentlich jetzt aktuell ja dann keinen Plan haben, wie wir weitermachen, weil es mit dem Nagel ja anscheinend noch nicht funktioniert und dass wir dann wahrscheinlich ja irgendwie Plato davon überzeugen müssen, dass wir der Jerry sind und der Papp-Jerry, nicht der echte Jerry. Und dann habe ich halt überlegt, ob man mit den Gegenständen, die wir im Inventar haben, irgendwas machen könnte, um den aus seiner Trance zu holen. Und da habe ich gedacht, benutzen wir einfach vielleicht mal den Knackfrosch. Weil der Knackfrosch ja ein Gegenstand ist, den nur Jerry hat, weil er den ja von Plato bekommen hat. Und extra mit der Bitte, erzähl's niemanden oder erzähl's nirgends warum oder was weiß ich. Und dann habe ich halt so weiter überlegt, wenn jetzt die drei Begleiter haben wir ja, also Kitsune, Plato und den Magier. Und dann habe ich halt so überlegt, wenn wir diese persönlichen Gegenstände haben wir ja noch dabei. Kitsune, die Glocke. Genau, und den Magier, ich weiß nicht, haben wir die Karte vom Magier bekommen? Die Sternkarte? Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht auch das Artefakt vom Weltenbaum, vom ersten Baum. Ja. Dieses. Boah, der Schlüssel ist ja genauso von da. Ja, die Windpuppe, Diese Windokarina oder so, die hat ja überall Löcher, keine Ahnung, als wenn der Wind dort durchpustet. Ah. Ja. Und den Schlüssel, keine Ahnung, wofür der jetzt gut ist. Na, für den haben wir den Baum ja aufgeschlossen. Ja. Deswegen meinte ich ja, dass das entweder der Schlüssel oder die Windpuppe oder. Wie auch immer. Genau. Aber warum haben wir den Schlüssel noch dabei? Das ist ja auch so eine Frage. Wir müssen den Baum, müssen wir den nachher noch wieder verschließen oder ist der Schlüssel halt einfach für irgendwas anderes noch gut? Ich kann mir vorstellen, der ist auch für was weiteres noch gut. Und den Brief haben wir ja auch immer noch, wo die Flamme, Ordenflamme hieß es so. Ich schmier mir gerade wieder Vigvaporub komplett den Körper ein, weil ich es liebe, diesen Geruch zu haben. Nur falls man jetzt diese Kiste gerade gehört hat, die ich aufgeschraubt habe.
Jetzt wissen wir ja, dass wir sie noch mal ein zweites Mal brauchen, um eine Karottenflamme zu machen, aber wir werden ja nicht ein drittes Mal eine Flamme machen müssen, oder? Nein. Ich denke, das wird vielleicht auch ein persönlicher Gegenstand sein. Wobei ich nicht sicher bin. Die Marquis. Was, ja, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, dass dieser Darth Vader-Verschnitt in einer der Folgen vorher, dass das der Marquis ist oder war. Und ich glaube aber nicht, dass das derselbe Marquis ist, wie den, der uns ausgebildet hat. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich denke, vielleicht existiert der Marquis irgendwie zweimal oder so. Ich stelle mir das irgendwie vor, wie wenn du den rufst, dass er wie so ein Speicherpunkt halt ne, die Persönlichkeit lädt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, oder? Ich fand, der Marquis, den wir gesehen hat, der sah so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig aus, ne? Als könnte es der... Mit seinen ganzen Schwertern auf dem Rücken und ja, so. Ja, so ein bisschen Katana-mäßig. Kann das der Asia-Marquis gewesen sein, quasi? Dass es für jeden Weltenbaumwurzel-Ding einen einzelnen Marquis gibt und das war halt eine andere Identität von dem? Könnte sein. Also was mich halt stutzig macht, ist nur, dass der Magier gesagt hat, du musst ihn rufen und du musst vorsichtig sein. Also da war der ja augenscheinlich böse. Ich habe keine Ahnung, ob der Marquis jetzt böse ist oder nicht. Aber die Mutter hat ja auch gewarnt, dass er böse ist. Ja, aber in der Art und Weise, wie wir ihn kennen. Und er wirkte mit der Mutter halt nicht so, als wenn er irgendwie der Marquis, der uns ausgebildet hat, ob das der Marquis ist, der Marquis war, der dort als Darth Vader gesessen hat. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, wie das alles zusammenpasst. Ja. Okay. Und das Poster von Zaroff. Müssen wir vielleicht Zaroff auch noch aus unserer Trance rausholen? Vielleicht oder können wir ihn bannen in das Poster oder sowas. Das kann auch sein. Na, aber lass uns einfach mal weitermachen. Okay. Also, dann würde ich mal den Knackfrosch... Oh, meine Maus spinnt schon wieder. Na, der süße Knackfrosch. Ich erinnere mich noch an die Folge, wo du mit dem süßen Knackfrosch die ganze Zeit gespielt hast, um das auszuprobieren. Ja. Weil das ein Challenge habe ich das nicht so gemeint. Ja, pscht. Plato. Okay. Euch das Knacken. Jerry? Wo warst du denn? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Oh, da ist jetzt darauf aber ein bisschen angepisst, oder? Hey! Na? No. Mhm. Was passiert hier? Haben die Kunstrasen ausgelegt. Ja. Wo ist Plato geblieben? Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Ach ja? Er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Miesmistiger Mückennährer! Hey, das ist doch... Verknollte Kartoffelnasenrotze! Vielleicht kann der mir ja helfen. Oh, diese Musik im Hintergrund, dass sie auch so schief klingt. Also wenn die Entwickler damit wollen, dass einem das halt so richtig negativ aufs Gemüt schlägt, dann funktioniert das hervorragend, muss ich sagen. Geht mir jetzt schon auf den Sack, noch gar nichts passiert. Also mal angenehm, abgesehen von der Musik und so und von diesen ständig wiederholenden Dialogen, finde ich aber diese Kulissen und so relativ süß gemacht eigentlich. Ja, ja, das schon. Ja. Wenn sie alle die Klappe halten würden und die Musik aus wäre oder wenigstens richtig die Musik wäre, dann... Siehst du die Säcke dort hängen? Das sind doch die Säcke, die im Cartoon immer abgeschnitten werden und dann fallen die auf irgendeinen runter und dann liegt der da so drunter so. Puh. Meinst du, dass wir da drunter liegen sollen? Nein. Nichts. Okay, da ist wohl nichts, was wachsen will. Okay. Du warst schneller, als ich denken konnte. Okay, gucken wir uns vielleicht erstmal alles an. Ich habe nur gedacht, ein Blatt was heißt das denn? Ein Tontopf. Ja, genau. Tontopf, ja. Dann dachte ich, das ist einfach. Ich habe gerade den Nagel gesucht, aber da oben steckt der. Hier ist ein Riss in der Landschaft gerade irgendwo. Wo denn? Hier. Ein Riss in der Landschaft? Komisch. Da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde.
Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Okay. Okay, damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Hebel, das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt vor Enttäuschung. Gib mir mal nebenbei was zu trinken ein. Aus deiner Pipi-Vase? Das und ist Pfirsich-Tee. Und aus diesem Mini-Shot-Glas? Das ist ein normales Glas. Ich habe nur große Hände. Wahnsinn. Lecker, lecker. Okay. Das müsstet ihr sehen. Eigentlich müsste ich einen Screenshot davon machen, wie du dieses Glas in der Hand hältst und gleichzeitig... Das müssen wir dann in der Pause machen, weil sonst fällt der Sound jetzt aus. Wenn ich rausklicke, wie du das Glas hältst und wie du das Pfirsichzeug eingießt. Soll ich es jetzt machen? Weil dann ist ganz kurz kein Muss Sound. Muss ich aber für die erst Leute. Was raustrinken. Okay. Aber die Folge ist auch in 3 Minuten vorbei. Machen wir es dann in der Pause, kannst du in Ruhe was draus trinken. Und dann mache ich ein Bild davon. Und dann fügen wir es hier trotzdem an der Stelle ein. Können wir, warte mal, was ist das? 1641 war das. 1641. Habe ich irgendwo einen Zettel? Hier habe ich einen Zettel. Wartet. Ich habe auch einen Zettel. Spiel mal weiter, ich schreibe das schon irgendwie auf. Okay, 1641 bei Folge... Boah, wo sind wir? 60? Weiß ich gar nicht genau. Ich schreibe nachher den Folgentitel hinter. Okay. Mhm. Okay, können wir hier drauf drücken? Was hätte ich von einem Schafsknuddler wie dir nicht erwartet? In der Tat. Niemand hatte Jerry so viel Bösartigkeit zugetraut. Aber, hä? Aber den da runter zwei schmeißen? Fliegen mit einer Klappe. Na, hätte sein Ding mörderischer ist? Plan funktioniert, besäße er das gesamte Gold. Wie niederträchtig. Und der modisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Dieser Schuft! Zum Glück war ich auf der Hut! Wow, solche Comedy-Experten. Die drei Säcke, sind noch 3 Seile mit den Säcken. 1, 2, 3. Warum kam dann hier über dem Kobold einer runter? Ist hier noch was anderes? Runder Knopf? Hebel mit Position. Machen wir mal das hier. Ah ja. Ich drücke einfach trotzdem nochmal. Ups. Nein! Autsch! Der schöne Klee ist ab. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Was machen wir denn beim dritten Hebelding? Geschafft. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha! Okay. Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Dreckiger Dieb! Ach, egal. Müssen wir das wirklich machen? Weil das bis jetzt... Müssen wir. Theoretisch schon, ne? Mach das einfach mal. Weil noch spielen wir mein ja nach seinen Regeln. Mein Gold! Das mache ich auch immer am Lohntag. Mein Gold! Wie, hat er sich gerade im Ohr gepopelt und dann wieder in den Mund gesteckt? Ich glaube schon. Verdammt! Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten-Banshees! Das ist doch... Jerry, der junge Klempner! Es scheint, als hättest du mich aus meinem Wahn befreit. Mein Jung, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesen Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein!
Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Hagel, Regen und Nebelschwaden. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. Na, es ist voll süß gemacht mit dem Regenbogen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, sieht voll schön aus. So richtig schön bunt verlaufen. Jetzt fangen die Leute an, ein bisschen mit Jerry mitzufiebern, oder? Hat direkt was notiert. Ich gehe mal kurz in den Pausenscreen. Denn wir sind doch schon mal 21 Minuten angekommen bei der Stelle. Deswegen würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause, bevor wir Kitsune mit dem Glöckchen klingeln. Oder? Genau, machen wir das in der nächsten Folge. Alles klar. Dann bis dann, liebe Leute. Bis dann. Ciao, ciao.